Ja, hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Pocket Edition, Folge 104. Meine Güte, ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wann überhaupt das nächste Video kommt, aber jetzt habe ich gerade mal wieder Zeit aufzunehmen, denn ich habe jetzt gerade ein bisschen wenig Zeit insgesamt. Wollte ich nur schon mal vorausgesagt haben. Und ja, die meisten hat jetzt einer geschrieben, die Folge 130 jetzt ein paar Stunden online. Einer hat geschrieben, nee, oder hat bitte keine Weltreise machen, weil du sonst nicht mehr zurückfindest, aber ich habe ja zum Glück den Kompass dabei, ne? Und dann haben viele geschrieben, yo, mach doch ruhig die Weltreise. Also Weltreise soll es jetzt ja eigentlich nicht unbedingt werden, aber das war halt so ein bisschen hier mal entlang schwimmen, in der Hoffnung, dass wir, so, erstmal einsteigen, in der Hoffnung, dass wir, ja, auf ein Sumpfbiom treffen werden. Da bin ich ja echt mal gespannt und ich hoffe, dass wir echt ein Sumpfbiom finden werden, das wäre echt genial. Weil, wie gesagt, ich möchte ja Seerosenblätter zum Beispiel finden für unser Feld, damit die ganzen Items da nicht reinfallen. Das mit den Holzlabs gefällt mir persönlich jetzt ja doch nicht so mega gut. Und, ja, dann wäre es natürlich auch nochmal ganz nice, wenn wir so ein Forest-Biom finden würden, wo hier Wölfe und sowas spawnen. Wäre nicht schlecht, würde ich mal so sagen, ne? Oder wie findet ihr das? So, erstmal hier gerade ausfahren. Ja, ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber ja, ich meine, was willst du machen? Da ist irgendwas, sehe ich doch da auf dem Wasser. Guck mal, da kommt Land. Das ist bestimmt wieder so eine kleine Insel. Wie immer, hier guck dir das mal an, tatsächlich, ey. Tatsächlich, das ist wieder so eine Insel hier, oder was ist das? So eine Sandinsel. Ach nee, das ist ja blöd ein bisschen. Ich hoffe mal, dass wir da gut dran vorbeikommen, denn ich möchte, wie gesagt, nicht auf einer Insel, also nicht auf so einer Sandinsel schon wieder so eine Wüste da sein, sondern ich möchte... Ja, Sumpfbiom finden und sowas, ne? Ihr wisst schon. Da wächst Zuckerrohr. Ich weiß, können wir mitnehmen, aber wir haben Zuckerrohr en masse an und bei unserem Feld. Wie kann ich denn jetzt... Nein, falsche Richtung. Ah, nein, falsche Richtung. Alter, wie kann ich... Nein! Boah. Alter, noch weiter so. Boah, Glück gehabt. Wo muss ich so machen? Und so, so, Alter, das ist noch mit diesem Boot. Kenne ich mich noch nicht so ganz gut. Jetzt wird es auch noch Nacht, natürlich. Natürlich, hätte ich nochmal nach Hause gehen sollen, pennen sollen. Das ist ja ganz toll. So, weißt du was? Ich schwimme jetzt einfach nochmal hier so in diese Richtung, in der Hoffnung, dass wir da dann irgendwie mal was finden. Alter, so viel Ozean, das gibt's doch gar nicht. Also das ist wirklich so ein bisschen was. Ich meine, Ozean ist ja klar, es gibt Ozean ja auch auf der Erde wirklich viel, ne? Es gibt viel Wasser. Trotzdem hätte ich es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen besser gefunden, wenn es in Minecraft nicht so riesige Ozeane geben würde, dass du da so lange lang schwimmen musst mit dem Boot, lang fahren musst mit dem Boot, bis du irgendwann mal an einer anderen Seite angekommen bist. Das finde ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen, aber okay, das willst du machen. Kann ich ja nicht ändern. Das ist aber echt... Dann kann man ja noch mal ein paar Themen ansprechen. Zum Beispiel... Ja, ihr könnt mir immer noch zum Beispiel eure Maps schicken. Weil ich habe ja, ich plane ja wie in Folge 100 schon gesagt, auch ein Projekt Community Skills, nennt sich das, wo ich dann eure Maps so ein bisschen vorstelle. Vielleicht auch so mit TS und Skype, dass wir das so zusammen machen. Mal schauen. Und ja, hat leider noch wirklich niemand sich eine Map geschickt. Schade, aber ich meine, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich meine, das richtige Projekt, was ich ja plane, ist immer noch das... Survival-Projekt. Moment mal kurz. Ach, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen ruhig war. Ja gut, egal, da war nur gerade was Komisches. So, Alter, jetzt ist aber auch echt mal gut, ne? Jetzt muss ich aber langsam, muss ich aber mal Land kommen, ey. Das gibt's doch nicht, guck dir das mal an. Alter, ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, bis wir wieder zurückgeschwommen. Das war, glaube ich, doch nicht so eine gute Idee. Jetzt haben ja wirklich einige geschrieben, jo, Brand, mach das ruhig, mach so eine Weltreise. Was ist ja eigentlich das, was ich nicht wollte. Ich wollte hier ein bisschen lang schwimmen, in Hoffnung, dass wir was finden. Da sieht es schon ein bisschen besser aus, oder? Wenn ich jetzt mal hier so... Nein. So. Wenn ich jetzt mal auf diese Insel dazu steuere. Oder ist das wieder nur so ein Mini-Ding? Ey, das wäre natürlich wieder ätzend. Ich will mal hoffen, dass das ein bisschen größer ist. Wir kommen der Insel immer näher. Wir kommen der Insel immer näher. Aber ich glaube, das ist echt nur so, oh, das ist nur so eine Mini-Insel. Das bringt uns überhaupt gar nichts. Das ist kein Sumpf, das sehe ich so. Auch so ein Mist, ey. So ein Mist. Ach, Herr Jemini. Ja, dann mal ein paar Real-Life-Themen, weil ich meine, was willst du sonst machen? ja, was kannst du mal so ansprechen? Ja, wird immer noch wieder wärmer. Guck mal, da hinten ist auch noch was. Ich schwimme mal in diese Richtung. Ich glaube, da kommt jetzt so langsam wieder Land. Langsam wird es ja wieder wärmer. Habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt. Aber ich meine, es ist auch so, es ist manchmal noch wieder kalt draußen. Aber dann wird es wieder warm. Also das wechselt immer so hin und her bei uns. Das ist so ganz merkwürdig. Aber ich meine, der Sommer kommt immer näher, kannst du sagen. Ist doch nice, oder? Und, was kann man nochmal so anquatschen? Guck mal, ich werde hier mal aussteigen. Ich glaube, das ist jetzt eine etwas größere Insel. Hoffe ich mal, oder? Oder auch nicht. Nee, guck dir das mal an. Sumpf ist das auch schon wieder nicht. Oh, Jemini, das kann doch nicht wahr sein.
Das kann nicht wahr sein. Ich schwimme mal kurz hier so ein bisschen entlang. Aber nicht hier ganz. Oh, das ist ja sehr spannend hier gerade. Ein Zombie. Schnell weg. Nicht, dass er uns hier rauskickt oder sowas. Wir sind hier mit einem Boot drin. Wie sollen wir dem kämpfen? Aber ich glaube, ich würde trotzdem mal sagen, dass ich hier jetzt mal Halt mache. Und mal schaue, dass wir dann da einfach mal schauen. Toll. Ob wir da vielleicht irgendwas finden, weil ich glaube, das könnte doch Land sein. Oder eine etwas größere Insel sozusagen. Ich meine, wo unser Haus steht, das ist ja eigentlich auch eine Insel, kann man schon so sagen. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wie man das Boot noch kaputt macht. Das ist, ob bitte hier kein Viech irgendwie überraschen oder so. Oh, nein. Oh, wie ging das denn hier? Oh nein, das weiß ich ja schon wieder nicht. Es hieß doch, man muss aus dem Boot aussteigen, glaube ich. Mensch, nun, Alter, nun geht auch hier hoch. Erstmal vorsichtig sein. Könnte doch ein bisschen größer, also, ja, ein bisschen größer könnte es sein. Es hieß, man soll aus Boot, aber so, dass da nicht einsteigen steht. Aber das bringt gar nichts. Das geht nicht. Und wenn ich jetzt so, dann ist es trotzdem noch. Oh, ich bin wieder zu blöd, dieses blöde Boot kaputt zu machen. Das gibt's doch echt nicht. Guck mal jetzt. Warum geht das denn nicht? Wo kriege ich das denn hin? Ich bin echt zu blöd. Ich habe jetzt schon 1000 Mal euch das gefragt, wie das geht, und 1000 Mal habt ihr mir geantwortet und ich krieg's 1000 Mal nicht hin. Das gibt's doch nicht. Ich gebe jetzt mal ernsthaft hier, guck mal. Ich muss jetzt mit einer Axt machen. Hier, guck mal, ich hau da rauf, es passiert. Das. Alter, willst du mich. Hallo, Boot verlassen. Boot verlassen. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder was? Hallo? Alter, ich komm nicht mehr. Hä? Alter, ich komm nicht mehr aus dem Boot raus. Was ist das denn? Junge. Jetzt, boah, weißt du was, scheiß auf das Boot. Hä? Ich muss mich nochmal erkundigen, wie man das noch kaputt kriegt. Ich habe ja ein zweites Boot noch mitgenommen. Und wir haben wir Holz dabei, ja, wir könnten uns theoretisch, würde jetzt glaube ich nicht für ein weiteres Boot, aber ich meine, wir haben hier noch Bäume stehen, und hast du nicht gesehen und so, von daher ist das auch nicht so ein riesiges Problem. Ja. Ich würde mal so sagen, ich gehe mal, oder ich schwimme doch nochmal da hinten rüber. Da sieht es nämlich noch ein bisschen größer, oder hier auch vielleicht doch noch. Den Enderman möchte ich jetzt nicht bekämpfen. Also ich meine, klar, das ist hier kein Sumpfbiom, ne, sehe ich auch, aber vielleicht haben wir das Glück und finden hier noch irgendwie eins, wenn man hier mal weiterlatscht. Wo soll ich, in welche Richtung gehe ich jetzt mal am besten? Ich gehe jetzt doch mal in diese Richtung. So, da kommen zwei Zombies hier an. Mensch, ihr süßen Zombies, ihr seid echt genial. So. Ja, ich weiß echt, tut mir leid, ich weiß diese Folge nicht so ganz, was ich labern soll, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass hier irgendwo vielleicht mal ein Sumpfbiom kommt. Wobei, das ist jetzt auch ein bisschen. Ich meine, jetzt wieder dran vorbeischwimmen ist auch ein bisschen blöd. Weil nachher ist hier dann irgendwo Sumpfbiom und dann schwimmen wir dran vorbei, wäre auch blöd. Ich weiß, wahrscheinlich werden jetzt einige von euch auch schon die Map kennen, weil ich ja den Seed verraten habe, ne? Aber trotzdem. Ich mache trotzdem diese kleine Weltreise, sage ich mal. Und, ja. Könnt mir natürlich gerne noch ein paar Tipps, das ist eine Höhle, ein paar Tipps geben, wo Sumpfbiom sein könnte, aber ich weiß nicht so ganz, ob das dann nicht schon wieder gespoilert wäre und ein bisschen blöd wäre. Das Skelett, da möchte ich jetzt mal dran vorbeilatschen. Aber eine schöne Landschaft ist das hier eigentlich auch, ne, muss man mal dazu sagen. Also, nur Wüste haben wir zum Glück doch nicht in der Map, ich dachte nämlich schon. Guck mal, Kühe, Schafe, alles mögliche, und Kühe suchen wir da auch. Mensch, für Leder. Weißt du, was ich mal mache? Ich bin mal ganz frech. Weil wir Leder brauchen, ich möchte die Kuh jetzt nicht übers Meer mitschleppen. Bis in unser Gehege, sag ich mal so. Zack, 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 zack. Und hier, guck mal, ein paar Experience kriegen wir auch wieder draus, das ist doch nice. So, da sind auch noch ein paar Kühe. Ah, ja, Zombie, genau. Und wird das auch noch gleichzeitig nochmal so ein kleine Monster nach, sag ich mal so. Ich bin jetzt auch nicht gerade so hier, wie soll man sagen, ist jetzt hier so eine actiongeladene. Ich bin jetzt gerade nicht so actiongeladen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oh, das ist ein Schaf, Alter, hab ich mich erschrocken. Man merkt das wahrscheinlich, dass ich wieder ein bisschen ruhiger bin, aber das liegt einfach daran, weil spät abends ist. Ich hab mir gedacht, jo, bevor du es jetzt gar nicht mehr schaffst, nimmst du noch auf, dass wenigstens am Freitag noch eine Folge kommt. Ich weiß jetzt echt nicht, wann die nächste Folge kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da kommt eine Kuh, schnapp ich mir hier nochmal. Ich meine, warum nicht, zack. Wie viel Leder haben wir jetzt? 6. Ja, guck mal, das ist doch schon ein bisschen was. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ein bisschen Leder schon hatten, als wir hier hingegangen sind, oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Naja. Ja, eine Spinne, genau. Dann ist schon wieder ein Creeper da hinten. Also ich meine, die Landschaft gefällt mir auch schon wieder. Eine Höhle, Alter, was ist denn hier los? Aber ich muss auch sagen, also die Landschaft gefällt mir schon, aber ich muss auch sagen, irgendwo, sag mal, haben wir hier überhaupt so, also klar, Sumpfbiom wird irgendwo sein, aber wo? Müssen wir jetzt wieder übers Meer schwimmen? Nein, Creeper, verrat mir das doch mal. Das ist schon wieder Meer, das gibt's doch nicht. Nein. Please not. Das erinnert mich total an unsere, also wo wir losgefahren sind, wo wir hier so losgefahren, als wenn das hier wäre, wo wir losgefahren sind, weil da war auch hier ein bisschen Sand und da war hier auch so, ging das hier auch zu so einem Berg hin. Erinnert mich gerade voll daran, ist ja witzig.
Ja, aber ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn. Soll ich, wenn ich jetzt hier nochmal langklatsche, soll ich das mal machen? Aber ich meine, ein bisschen Map erkunden gehört auch dazu. Erkunden mal ein bisschen, was wir so auf der Map eigentlich haben. Ich finde die Map ganz nice, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Sieht schon Hammer aus, also was wir hier für Landschaften haben. Ich weiß, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber es ist einfach so. Es ist einfach so, es ist einfach so. So, bevor ich jetzt aber wirklich wieder weiter schwimme, hier will ich nicht reinplumpsen. Bevor ich weiter schwimme, erstmal was fressen. Aber kein verrottetes Fleisch. Ich nehme mal Karotten. Die müssen wir auch mal fressen. Aber es wird wieder Tag, das ist schon mal super. Und ich würde mal so sagen, wir könnten dann theoretisch wirklich schon wieder noch weiter mit dem Boot fahren, oder? Sag mal. Junge. Boah. Meine Güte, die mich erschreckt, ey, erschrocken, die Spinne, ey, das gibt's ja nicht. Da hinten geht die Sonne auf und irgendwo in der Richtung ist unser Haus. Also ich möchte nicht weit weggehen, wie gesagt, aber, oh Mann, ich muss doch irgendwo mal in den Sumpf hier umkommen. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, guckt euch das mal an, hier ist jetzt ja auch nicht gerade, also, sieht auch nicht nach einem Sumpf hier aus, Creeper, toll. Ich würde mal sagen, wir schwimmen nochmal mit dem nächsten Boot noch ein bisschen weiter. Aber ich sammle auch ein bisschen Holz nochmal eben, dass ich auch wieder ein Boot craften kann dann. Dass es auch locker reichen wird. Sonst wäre es ja ein bisschen doof. Und natürlich, wenn wir dann nichts finden, ganz ehrlich, da muss ich mal gucken, ob ich nicht doch wieder zurück fahre, weil ich weiß nicht, das ist ein bisschen blöd jetzt schon wieder hier. Kann auch nicht was. Aber diese Blumen können wir auch mal mitnehmen. Die sehen auch ganz nice aus, finde ich. Kann man da auch irgendwas Besonderes draus machen? Eigentlich muss ich auch nochmal nachschauen. So, zack, 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 zack. Und hier auch nochmal, zack. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Also ich, genau, hier ein paar Blumen möchte ich noch mitnehmen. Mache ich jetzt einfach, ich schnapp mir die jetzt einfach, reiß sie mal hier ab. Weil ich finde die ganz nice, sehen irgendwie nice aus. Könnte man vielleicht auch mal als Deko benutzen. Man könnte hier theoretisch auch in unserem Haus, ne, wo ich diese Idee mit diesem Indoor-Garten hatte, wo die meisten sagen, alter Brand, lass die Scheiße bloß nicht machen. Dass ich einen Garten im Haus baue. Da könnte man ja theoretisch eigentlich auch so einen Wintergarten bauen, wo man einfach so ein paar Blumen und sowas reinstellt. So ein paar, genau, so in Blumentöpfen und sowas. Das wäre doch ganz nice. Ich weiß nicht, Blumentöpfe, ob es die jetzt schon gibt. Hier in der PI weiß ich jetzt gar nicht. Aber das wäre doch auch eigentlich ganz nice. Oh, Creeper. Was ist das denn für ein Schaf? Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Farbenblind. Farbenblind, farbenblind, farbenblind. Ja, Creeper, hau ruhig ab. Aber habe ich eine Schere dabei? Habe ich eine Schere dabei? Habe ich eine Schere dabei? Ja, ich habe eine Schere dabei. Weißt du was? Ich glaube, ich. Alter, Moment mal. Ja, gut, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Schere, 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 Schere. Wo ist die Schere? Wo ist die Schere? Hier so. Zack, Mensch, da steht hier schon direkt vor. Alter, wie lol. Jetzt haben wir was für Wolle? Wir haben jetzt braune Wolle. Braun ist das also. So, aber da war noch irgendwo eins. Creeper, jetzt hat er mich gesehen. Toll. War noch einer? Nee, das war ein Birkenbaum, Alter. Boah, wenn ich mit dem Fadenkreuz nicht richtig drauf. So, die restlichen Blumen lasse ich das mal stehen, weil ich will jetzt auch nicht alle hier sammeln. War jetzt hier noch ein Schaf? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, in welche Richtung wollen wir jetzt? Wollen wir noch ein bisschen weiter schwimmen? Weil ich meine, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Wir haben noch kein Sumpfbiom gefunden. Oder irgendwie so ein Biom, wo Wölfe spawnen. Jetzt mal scheiß auf die Kühe hier, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Ich renne mal hier ein bisschen lang, hier kann man ja auch noch langlatschen. Aber finde ich schon nice irgendwie. Denn man könnte ja theoretisch, wenn wir da mal mit unserem Haus weiter sind, könnte man doch theoretisch eigentlich. Boah, wie geil! Kann man doch theoretisch hier auch noch was aufbauen und das dann mit via Hölle dann irgendwie verbinden, dass man sagt, man kann durch die Hölle sind das ja viel weniger Schritte, die man laufen muss. Dass man dann durch die Hölle geht, durch Nether. Wäre dann total schnell hier und auch wieder. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin wieder zurückgelaufen den Weg. Aber trotzdem, ich meine, es sieht trotzdem nice aus, dass man das irgendwie so verbindet. Würde ich ganz geil finden, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Und den Creep. Ne, den Creeper lasse ich da auch mal schmoren, die Spinne auch. Ist mir jetzt Wurst. Jetzt renne ich nochmal so in diese Richtung einfach mal so. Oder vielleicht gehe ich da auch nochmal rüber. Ich muss mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ist natürlich jetzt eine Folge, wovon nicht so viel schaffen, aber wir erkunden mal ein bisschen wieder hier die Map. Und ich meine, irgendwo, also irgendwo werden wir auch schon mal Glück haben dann. Ich glaube, als nächstes werde ich dann doch nochmal dahin, da lang schwimmen, dann nochmal irgendwie nochmal gucken, ob wir da noch was finden. Ansonsten gehe ich wieder zurück, ganz ehrlich, das wird dann zu blöd, dann müssen wir woanders gucken. Ist das da so ein vielleicht? Ich glaube, das ist irgendwas anderes, aber es ist auch kein so viel. Pilze, guck mal, so ein Wohnpilz müssen wir uns auch mal machen. Man müsste sich eigentlich mal wirklich in so einen Pilz reinbauen, ne? Und da dann wohnen. Oh, die Pilze kannst du ja auch abbauen, ne? Alter, das ist auch nice. Und wenn du dann hier so in so einem Pilz wohnst und dann so eine geile Aussicht, boah, das muss nice sein. Soll ich das vielleicht mal machen? Also so mal so zwischendurch, weil ich meine, wenn wir schon gerade hier unterwegs sind, warum nicht? Ne? Einfach mal austesten. Alter, was ist denn hier? Ach so, das sind Bäume. Ja, müssen wir mal schauen. Hier wäre auch ein Pilz. Ich würde den anderen besser finden, weil der so schön groß ist. Ich weiß nicht, wollen wir das mal machen so? Hier wäre auch einer.
Ja, das schreibt mal bitte in die Kommentare oder ich muss mal gucken. Vielleicht entscheide ich das ja doch auch selbst mal gucken, keine Ahnung. Ich möchte natürlich, dass ihr mitentscheidet, aber ein bisschen, ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen jetzt hier vorankommen. Ja, also ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn, hier so rumzulatschen. Entweder wir schwimmen nochmal weiter mit dem Boot. Ist das ein Sumpfbiom? Ist das da ein Sumpfbiom? Ist das ein Sumpfbiom? Ist das ein Sumpfbiom da? Alter, ich schwimme jetzt, Alter, wenn das jetzt ein Sumpfbiom ist, ich freue mich gleich so, ohne Scheiß. Ich schwimme jetzt ohne Boot hin, weil das lohnt sich jetzt meiner Meinung nicht. Alter, das ist doch bestimmt jetzt ein Sumpfbiom, oder? 15 Minuten Aufnahme schon wieder? Nein, ey. Ich muss ja gleich wieder Aufnahmen beenden. Ich habe sowieso wenig Zeit, ey. Oh, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Da, Sumpf, 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 Sumpf. Sumpfbiom, Sumpfbiom, Sumpfbiom. Das ist doch echt Sumpf, oder? Alter, ist das geil, das ist ein Sumpfbiom, das ist ein Seerosen, endlich. Ja, juhu. Juhu, juhu. Juhu, Karotte essen. Und noch eine Karotte essen. Alter, endlich geil. Ohne Scheiß, ich nehme jetzt die Seerosen mit. Ich mache das jetzt ganz einfach, weil wir brauchen sie. Wir brauchen sie, Angela Merkel. Was? So. Ja, endlich, Alter, Sumpfbiom. Zack. Jetzt ist sie, wo ist die Seerose jetzt? Haben wir sie jetzt aufgenommen? Ich weiß es jetzt nicht. Alter, wie das hier aussieht, wenn man unter Wasser ist in so einem Sumpfding. Ja, ein Seerosenblatt. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, ey. Das ist doch richtig nice, sowieso hier die Landschaft, oder? Zack, und zwei. Perfekt, Alter, geil. Und hier sind ein paar Schafe drauf. Boah, ich liebe die Map. Ich liebe unsere Map, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich nehme jetzt wirklich noch mehr Sumpf, ja, so Seerosenblätter mit. Also ich weiß jetzt nicht, ob das schon reicht, was wir kriegen können. Da hinten ist, glaube ich, auch noch, ja, da sind auch noch Sumpf-Dinger. Hier könntest du dich auch aufbauen auf so einen Sumpf, auf so einen Pilz. Und das muss man dann alles irgendwie verbinden. Entweder über Nether, dass man das dann irgendwie verbindet mit so Portalen eben halt. Oder dass man vielleicht richtig so eine Strecke hier hinbaut oder so. Boah, Alter, nice, geil, ey, boah, ich freu mich. Ja, gut, dann würde ich mal so sagen, bevor das hier gleich zu lang wird, ich nehme hier nochmal einen kurz, zack, noch ein bisschen was mit. Also ein paar, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt genau brauchen. Auf jeden Fall 5 reichen bei beiden nicht. Weil, oh Mann, mach doch hier mal. Kann man die auch irgendwie vermehren, diese Seerosendinger? Oder craften irgendwie? Das wäre natürlich auch mal ganz nice, wenn das irgendwie gehen würde. Würde ich persönlich super finden. Zack. Und zack, jetzt haben wir schon mal 8. Oh, ist das nice, ey, ist das nice, endlich. Guck mal, hier sind auch noch so viele und auch wieder ein Pilz. Alter, ist das geil. Und ja, macht euch bitte keine Sorgen, wir werden schon mal zurückfinden. Irgendwie wird's klappen. Irgendwie wird es klappen. Man könnte theoretisch, kann man nicht hier so einen Jump'n'Run machen? Guck mal, ganz ehrlich. Wenn dann hier so, musst du zum nächsten hoch. Das war jetzt natürlich unprofessionell, Brand. Ja, kriege ich nicht hin. Toll. Nein, es regnet auch noch. Es regnet. Es regnet, es regnet. Was ist das denn für ein Wetter? So. 10. Aber ich finde das echt geil, hier muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde das echt geil. Ich meine, ich möchte natürlich bei uns, wo wir jetzt unser Haus haben, möchte ich auch weitermachen, bevor ich hier irgendwo anders was baue. Aber ich finde es trotzdem richtig. Ein Hexenhaus! Yo, Leute, da will ich mal sagen, das bleibt jetzt spannend. In der nächsten Folge werden wir in dieses Hexenhaus gehen, noch ein paar mehr Seerosenblätter sammeln, noch ein bisschen die Map erkunden und dann entweder in der nächsten Folge schon zurückgehen oder in der übernächsten dann halt. Weil, also ich meine, ich habe jetzt mit den Wölfen das Biom noch nicht gefunden, wo die spawnen. Ich glaube, es ist ja so ein Waldbiom, Forest oder sowas. Aber das finden wir auch schon noch, keine Sorge. Ich meine, erstmal, wir sind ja schon erstmal ein bisschen weiter wieder gekommen. Und ja, dann würde ich mal so sagen, in der nächsten Folge werden wir in dieses Hexenhaus reingehen. Und wir werden noch mehr Seerosen sammeln, wie schon eben gesagt. Und werden sehen, dass wir dann vielleicht so langsam zurückgehen, vielleicht noch ein bisschen mehr die Map erkunden. Mal schauen, vielleicht baue ich mir ja doch schon mal in den Pilz immer so ein bisschen was, damit wir das auch schon mal so ein bisschen getan haben einfach. So 20 und ja, dann würde ich mal so sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, sonst wird es hier zu lang. Ich wollte ja eigentlich nur 15 Minuten machen, jetzt wird es ganz schön ruckelig hier. Also das ist echt hier, kriegt ja ein paar Probleme. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge geht es dann weiter, wenn ihr dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und yo, ciao Leute, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und tschüss.